Der Deutsche Cheersportverein, kurz DCV, veranstaltet jährlich 6 offene Cheerleading-Meisterschaften. In der Conlog Arena in Koblenz präsentierte man jetzt das 2. Jahr in Folge die Summer Cheermasters, die Meisterschaftsserie German Cheer Open. Knapp 130 überwiegend deutsche Teams stellten sich der Herausforderung und traten in 16 unterschiedlichen Wettkampfkategorien gegeneinander an. Die international besetzte Jury musste 10 Stunden lang die 2,5-minütigen Darbietungen bestehend aus Turnen, Akrobatik und Tanz bewerten. Auftritt für Auftritt sah man die Sportler im Alter zwischen 8 und 24 Jahren, wie diese um Punkte und Ehre kämpften. Darunter übrigens auch männliche Cheerleader. Wichtig zu wissen ist dabei, dass die ersten Cheerleader-Teams ausschließlich aus Männern bestanden. Der Schwerpunkt der meisten Cheerleading-Performances lag auf den als Stunt bezeichneten Hebefiguren. Und schließlich kamen auch die berühmt-berüchtigten Pompoms zum Einsatz, die den meisten wohl automatisch zum Cheerleading einfallen. Mit mehr als 7000 Teilnehmern ist die verbandsunabhängige Meisterschaftsserie einzigartig in Europa. Eine solche Meisterschaft bietet allen Teams und Fans neben dem Wettkampf die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen, die neuesten Trends kennenzulernen und neue Kontakte aufzubauen.